Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zum Opening von dreimal dem Realm of Light Structure Deck. Ja, wieso öffne ich das? Ja, das ist das aktuelle Structure Deck in der TCG, ist ja relativ fresh und hat ja auch ein bisschen das Meta verändert. Gibt da ja so eine Variante mit den Lichtverpflichteten, die diese netten vier Herren nutzen und ich werde das einmal aufmachen, werde mal kurz drüber gehen, was die gute Karten drin sind in dem Structure Deck und was man von denen gut gebrauchen kann für so ein Lightsworn Ruler Deck oder ein ganz normales Lichtverpflichteten Deck. Ja, legen wir los. Ich packe erstmal die ersten zwei zur Seite und mache erstmal eine auf. Ganz viel Erklärung zu der Verpackung will ich eigentlich nicht verlieren. Legen wir einfach los. Ja. So. Packen wir die kurz zur Seite. Oh, neues Verpackungssystem. Da haben wir das Structure Deck. Dann haben wir einmal die Deckliste und Kombos. Zerstöre alles, verbanne alles. Wir haben das noch aktuelle Regelheft. Oder beziehungsweise jetzt ist es ja nicht mehr aktuell. so kurz vor dem neuen Ruling Change noch mal Version 8. Ich denke mal, mit dem Starter Deck haben wir Version 9. Und einmal die Matte. Die Papiermatte. Die kleine Variante der coolen Matte, die es bei den Turnieren gibt. Das Stoff sieht trotzdem ganz nett aus. Und dann haben wir hier das Structure Deck. Ja. Wo kriegt man das denn jetzt wieder auf? Hier, das ist wieder die Frage. Hier gibt es wieder so ein Mittelband. Wo ist der Anfang davon? Das ist die Frage. Ich glaube, der ist hier irgendwo. Gucken wir mal. Ja, der ist da irgendwo, aber man muss da erstmal rankommen. So, ich glaube, ich hab's. Yep. Okay. Gucken wir mal. Na. Irgendwie auch nicht ganz prickelnd aufgegangen. So. Jetzt haben wir es. Nach 10 Jahren. Okay. Was haben wir im Structure Deck? Wir haben einmal Michael, den Erzlichtverpflichteten. Ist eine sehr, sehr gute neue Karte, die da mit dabei ist. Lightsworn gehen jetzt wieder ein bisschen in die Richtung von Synchro, nachdem sie in GX ja überhaupt keine Synchros hatten, weil es da noch keine gab. Haben sie jetzt Michael bekommen, der eigentlich ganz nett ist. Sein Banish-Effekt ist sehr, sehr schön für 1000 Life Points. Banish einfach mal eine gegnerische Karte. Ist sehr, sehr gut. Und wenn er dann halt stirbt, kann man Lichtverpflichtete ins Deck mischen und kriegt 300 Life Points für jedes Lichtverpflichtete Monster, was man zurückmischt. Was eigentlich auch ganz praktisch ist, wenn man vielleicht gerade OTK'd wird, weil der Gegner Dark Hole macht, kann man nochmal ein paar Lightsworns reinmischen. Vielleicht hat man dann noch genug Life Points, um noch weiterspielen zu können. Ja, ist eine sehr, sehr coole Karte, wird meistens auf 1 gespielt. Vor allem wegen dem Banish-Effekt, der eigentlich sehr, sehr schön ist, weil das zerstört nicht und wird das Monster einfach sehr gut los. Dann haben wir Lichtverpflichtetes Heiligtum. Möchte ich eigentlich nicht viel zu viel Worte darüber verlieren. Ist keine so gute Karte. Diese Counter-Technik und man gewinnt nichts wirklich dabei, wenn man sie mildt, hat man auch nichts wirklich gewonnen. Ist nicht schön, die Karte. Ist zwar nett, dass sie dabei ist, aber ich finde sie nicht so stark. Dann haben wir eins der zwei neuen Tuner-Monster. Wir haben Minerva, Lichtverpflichtete Maid. Ist ganz nett, kann auf Normal Summon einen Drachen suchen, Lichtmonster-Drachen suchen aus dem Deck in Höhe der Lichtverpflichtete im Grave. Man kann Judgment Dragon damit theoretisch suchen, wenn man 8 Lightsworns im Grave hat. Ist relativ selten, aber wenn es passiert, ist es nett. Und wenn man sie mildt, kann sie halt nochmal eine Karte millen, das heißt, man kriegt ein bisschen mehr Mills rein und eine Stufe 3 Empfänger. Kann man ein Goyo machen zum Beispiel mit Lumina und ihr zusammen. Das ist eigentlich ganz nett. Wird meistens nur auf 1 gespielt oder kaum, weil sie halt nicht so stark ist wie die nächste Karte. Raiden, Hand der Lichtverpflichteten. Eine sehr, sehr gute Karte für das Deck. Ermöglicht es endlich mal den Lichtverpflichteten jetzt sofort auf den Summon zu millen. Man kann nämlich gleich 2 Karten millen, sobald er auf dem Feld ist. Das ist ganz nett. Dadurch bekommt er auch noch ATK in Höhe von 200 mal den Lichtverpflichteten, den er gemillt hat. Und der Endphase millt er auch nochmal 2, so wie Jayne. Ist ein Level 4 Tuner, was sehr, sehr schön ist für Level 7 Synchros mit Lumina zusammen. Und hat sehr, sehr schöne Stats mit 1,7 und 1,000 und kann halt bis auf 2,100 hochgehen durch seinen Effekt. Und ist eine sehr, sehr gute, nette Addition für das Deck. Sehr schöne Karte. Dann haben wir hier Alexandrit-Drache, so ein paar Reprints. Urteilsdrache natürlich, das Bossmonster des Decks. Sehr, sehr gut. Wird immer auf 3 gespielt, weil man möchte das gegnerische Feld so schnell wie möglich zerstören und mit ihm dann für 3,000 attacken. Man braucht nur 4 Lichtverpflichtete im Grave und dann kann man den halt specialen. Sehr, sehr gute Karte. Gragonit wird immer gerne reprinted, spielt aber kein Schwein. Celestia ist so eine Sache, man kann sie auf 1 spielen, das ist ganz nett. Ihr Effekt ist sehr schön, wenn man sie halt Tribut beschwört, kann man 2 Karten oder bis zu 2 Karten des Gegners WS und die poppen und dabei mildt man auch gleich 4.
Man muss halt die entsprechende Lichtverpflichtung dann aufs Feld kriegen. Entweder ist es Wolf dann, der sich gespecialt hatte, was sehr, sehr praktisch sein kann, wenn man sie durch Recharge oder durch Charge schon aufs Feld bekommen hat. Ansonsten sind halt die Lichtverpflichtungen sehr schwach und sind relativ schnell weg. Daher lässt sie immer so eine Sache und wird meistens nicht gespielt. Jayne ist ganz nett, kann einfach einen GK umrennen, weil er auf 2-1 ansteigt. Wenn er angreift ist, eine nette Karte, kann man gerne auf 1 in leicht Lichtverpflichtungen spielen. Und hier hat man ihn gleich zweimal, also ordentlich was. Eine der wichtigsten Karten des Decks, der Wandel der MST, Layla, wenn die aufs Feld kommt, wird auf jeden Fall eine Karte gefressen werden, wenn der Gegner Backrow hat, weil da muss man eine Backrow drauf nutzen, weil sonst wird sie gepoppt. Sehr, sehr gute Karte, wird immer auf 3 gespielt, weil das ist sozusagen der MST, wenn er gemeldet wird, kann man ihn mit Lumina wieder rausholen und dann immer noch weiter die gegnerischen Karten poppen. Dann haben wir Garoth, lichtverpflichtete Krieger, eine Art kleine Draw-Engine, hat nette Stats mit 1,850, wird gerne zusammen mit Lumina rausgeholt, sodass man, wenn man mit Lumina meldet, dass man vielleicht noch ein paar Karten zieht. Ist eine ganz nette Tech, kann man so auf 2-3 spielen, vor allem ist Krieger so wie Jayne, man kann Rotor da drin spielen und ihn dann suchen. Ich weiß gar nicht, ist Raiden auch Krieger? Ja, aber er ist auch Krieger, das heißt, man kann auch Verstärkung für die Armee spielen und halt einen der 3 suchen. Wolf ist eine ziemlich sacky Karte, wenn man sie dann in die Hand bekommt, ist er natürlich ziemlich nutzlos, man kann ihn nicht normal beschwören, man kann ihn mit Karten wie Goblin Burke oder Tin Goldfish von der Hand specialen. Ansonsten muss man ihn halt wegwerfen für Solarwiederaufladung. Ist aber natürlich ein super nettes Plus, wenn er gemildet wird und dann sich aus dem Grave specialt. Wird manchmal gespielt. Ich bin nicht so der Fan von Wolf. Ehren wird meistens immer auf 1 gespielt, ist auch ein Krieger. Ist super gegen die Hände, weil sie die Karten einfach wieder zurückmischt, kurz vor der Schadensberechnung. Und das ist eigentlich ganz nett, weil dann werden die Karteneffekte nicht getriggert. Sind ganz viele Story-Karten dagegen gegen diese Karte Salt. Die spielt man gerne auf 1, weil man sie halt auch suchen kann mit Charge und auch eine ganz, ganz nette Karte. Lumina, sehr, sehr wichtig fürs Deck, gleich auch zweimal hier drin, ist die kleine Wiedergeburt für das Deck, einfach eine Karte abwerfen und was reborn. Sehr, sehr schön. Früher war es immer Groff, den man rausgeholt hat, oder Layla, wenn man eine Karte poppen wollte. Jetzt kann man auch Raiden rausholen, um für den Michael zu gehen oder für den Black Rose Play. Das hat man sehr viele Möglichkeiten. Arcus ist so ein kleines Tech, spielt man eher weniger. Schützt halt die Lichtverpflichtung vor Targeting-Effekten. Ich mag ihn nicht so, auch mit Stufe 3 hat er nicht so viel Synergie. Shire ist einfach ein netter Reprint, aber wird nicht gespielt. Ich finde es schade, dass Rinja nicht drin ist. Die hatte bisher, glaube ich, noch nie einen Reprint bekommen. Raiko, spielt man auch gerne 1, 2, 3, je nachdem, wie der Geschmack ist. Sein starker Flip-Effekt ist sehr, sehr gut, um halt eine Karte zu poppen und 3 zu millen. Und ja, sehr, sehr nette Karte. Ich würde sie meistens auf 1 oder 2 spielen, weil er ist halt sehr, sehr langsam. Man muss ihn zetten und das kann dauern. Aufrichtig. Pflichtkarte schon für Lichtverpflichtete, weil fast alles Licht ist und wenn der Gegner dann den JD denkt, dass er ihn umrennen kann, wenigstens und die aufrichtig kommen, dann werden sie den Gegner richtig salty. Lichtstrahl Diabolos hat jetzt ein kleines Revival bekommen, er war ja auch ein Galactic Overlord, einer der Rare Lichtstrahlmonster zusammen mit den Drachenherrschern, ist er ja auch Level 7 und mit, wie heißt die Karte, Eclipsen-Lindworm bzw. Verdunklungs-Lindworm, je nachdem welchen Print man zurzeit hat, kann man ihn halt suchen oder Judgment Dragon und er zieht halt auch sehr schnell Backrow raus. Man braucht nur 5 Lichtmonster mit verschiedenen Namen im Grave, dann kann man ihn special und dann kann er eine gesettete Karte dann wieder zurück aufs oder unter das Deck legen und banish dabei halt noch den Lindworm, der vielleicht wieder den Judgment Dragon auf die Hand bringen kann und kann für Rank 7 Plays halt mit den Rulers benutzt werden. Eine sehr, sehr gute Karte sollte man auf jeden Fall spielen, weil man ihn halt suchen kann. Lichtstrahl Daedalus ist eher... Also sehr, sehr einfach zu beschwören, weil man einfach nur 4 oder mehr Lichtmonster im Grave braucht. Das heißt, man braucht nicht mehr unterschiedliche Namen. Ist sehr, sehr schön, wenn man eine Field Spell selber spielt oder gegen eine Field Spell spielt. Da kann man bis zu 3 Karten poppen. Sehr, sehr nett. Eher Side-Deck-Material. Mit 2,6 aber immer noch gute Stats. Und halt auch Level 7 für Rank 7 Plays. Ich lege ihn mal zur Seite. Weil und Prisma ist ein netter Reprint für Handas und so. Sanghafter Rabe auch netter Reprint. Und Sanghafter Zerburel. Schwarzflügel, Sephiroth Delete sieht man eher auch nicht in diesem Deck. Ist aber auch ein netter Reprint. Todeswache. Sieht man oft in dem Deck, weil die Lichtverpflichteten können nicht lange überleben, deswegen die Todeswache, wenn sie gemildet wird, hat sie noch einen sinnvollen Zweck in Hand, muss man ihn meistens mit Lumina wegwerfen. Wird zurzeit manchmal auch gerne mit einer anderen Karte noch dazu getecht, mit dem Kuri, was war das, Ringbogen-Kuribo, wird ja auch gerne mal vielleicht ausgewechselt. Ringbogen-Kuribo erfüllt eigentlich einen ähnlichen Zweck, muss man halt überlegen, ob man eher Dark Monster oder Lichtmonster spielen möchte. Und ja, das waren die Monster. Was man noch spielen kann, ist halt der Kuri-Bandit, weil er 5 Karten mild und eine Zauberkarte der Hand hinzufügt. Ist auch eine sehr, sehr gute Karte in dem Deck und wenn man den spielt, hat man eigentlich schon so viele Darks, dass man kann dann auch BLS spielen, Chaos-Hexer oder die kleinen Mini-Chaos-Drachen. Das ist wirklich Geschmackssache, wie man sein Deck dann aufbauen möchte. Reich des Lichts, eine nette alte
Ja, Feldzauberkarte, der Lagelichtverpflichteten ist aber nicht so schön. Solarwiederaufladung, sehr, sehr schön. Zwei Karten ziehen, zwei Müllen und Angriff der Lichtbrigade. Schade, dass die Karte auf 1 ist, aber vielleicht auch gut so, wenn die auf 3 wäre. Das wäre ziemlich krank, wo man alles zusammensuchen könnte und so viel Müllen könnte, dass man gleich First und JD hat. Monster-Reinkarnation wird gerne mal getecht, um den JD oder wenn alle JDs gemillt worden sind, wieder auf die Hand zu nehmen. Theoretisches Begräbnis wird selten in dem Deck gespielt, weil er halt einfach nicht so viel mild wie die Lieferpflichten an sich und halt ein eingebautes Minus 1 ist. Man kann damit direkt den Wurf in den Graveyard schmeißen, damit er sofort gespecialt wird. Muss man überlegen, ob man ihn spielt oder nicht. Ist aber trotzdem ein sehr, sehr schöner Reprint. Prächtige Illusion, Lichtverpflichtete Barriere, das sind Karten so, die lese ich mir gar nicht durch, weil die gar nicht so gut sind. Sie kriegt das Licht. Lockendes Licht ist in Pure Light Swans ganz gut. Wenn man genug Lichtverpflichtete im Grave hat und noch ein paar Handkarten hat, kann man die einfach alle wegschmeißen, sich alle JDs und Honests oder alles, was alles mögliche, was im Grave ist, wieder der Hand hinzufügen, einfach den Gegner dann im nächsten Zug OTKen. Ist auch ein Chainable. Das ist eine ganz nette Karte. Fähigkeitserbe, netter Reprint, eine Fallenkarte, die auch aus dem Grave funktioniert. Durchbruchfähigkeit, die letzte Karte. Das ist der Reprint, auf den alle gewartet haben. Durchbruchfähigkeit in Common, sehr, sehr schön. Auch wenn sie gemildet wird durch die Lieferpflichtin, kann man sie benutzen. Man kann sie sogar auch in dem Deck spielen, weil sie eine der wenigen Fallen ist, die halt sehr, sehr flexibel für das Deck ist. Vor allem, weil sie Ophion aufhalten kann. Falls man gegen Ophion spielt und die Karte gemildet wurde, kann man einfach dann Rake skillen und dann weiter für seine Bossmonster gehen. Ja, und wir haben hier noch ein bisschen Werbung. Ja, oh, hier haben wir schon ordentlich viele Karten hier hinten. Ich würde sagen, wir öffnen nochmal die anderen Realm of Light Structure Decks. Und gucken wir mal, ob man daraus sogar schon fast ein Deck zusammen hätte. gucken wir mal. So, das übliche kennen wir ja hier, was schon drin ist. Jetzt wieder das Vädelchen finden, wo das anfängt. Fängt ja diesmal irgendwo in der Mitte an. Sieht so aus. Okay. Sehr interessant. Ich weiß nicht, Michael, kann man vielleicht auch auf 2 spielen? Ich bin mir nicht sicher, wie gut, das extra Deck, also bei Pure Lightsman kann man die definitiv bestimmt auch auf 2 spielen. Ich denke, mein Dragon Rulers, Lightsman Rulers, da wird es eng, wenn man mehr als 1 spielt, weil man halt noch seine Rank 7s drin hat und Rank 4s und Rank 3s. Deswegen muss man gucken, ob das vom Platz passt. Das lichtverpflichtete Heiligtum spielen wir trotzdem nicht. Ich mach mal die Holos hier zur Seite. Minerva bin ich mir nicht sicher, ob man 2 oder 3 spielt. Ich würde sie jetzt wahrscheinlich nur auf 1, ja, vielleicht auf 2 spielen, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall Raiden würde ich reinschmeißen, Urteilsdrache. Zweiten Jayne bräuchte man vielleicht nicht. Layla die dritte auf jeden Fall rein. Ja, einen Wurf kann man einfach mit reinwerfen, warum nicht? Die dritte Lumina auf jeden Fall. So, die Lichtverpflichteten braucht man nicht. Ich habe jetzt, glaube ich, einen Raikou drin. Warum nicht 2? Nicht schlecht. Diabolos, gar nicht so schlecht. Und wenn wir gerade Pure Light Swan fast machen, kann man Daedalus reinwerfen. Sephiroth ja nicht, Todeswachen gerne. Solarwiederaufladung, Angriff der Lichtbrigade dürfen wir nicht mehr. Monster-Reinkarnation, weiß ich gar nicht, ob ich die andere vorhin auch eingeworfen habe. Ja, spielen wir 2, ist gar nicht mehr so schlecht. Lockendes Licht kann man auf 1 immer spielen, haben wir die letztes Mal reingeworfen? Nö. Und Durchbruchfähigkeit, warum denn nicht? Und das letzte: Realm of Light Structure Deck. Was kann man so pur aus dem Deck machen? Man kann vieles machen, weil ziemlich viele gute Karten hier reprintet worden sind. Es ist eigentlich der gesamte Lightsworn Core drin. Das Einzige, was fehlt noch, ist aus der OCG noch die andere Level 4 Tuner, die so ähnlich funktioniert wie der Wolf. Wenn sie gemildet wird durch einen Monster-Effekt, glaube ich, dann specialt sie sich. Und kann man Mathematica zum Beispiel Instant Black Rose machen. Und da kann man schon viele gute Shenanigans machen. Ja gut, die kann man jetzt auch dazu packen. Raiden würde ich auf jeden Fall nochmal spielen. Urteilsdrache auch. Ah, das Celestia würde ich taggen. Warum nicht? Oh, gut, da braucht man dann nicht mehr Wolves. Don't care. Garoth, gerne. Kann man noch einen zweiten reinnehmen oder einen dritten. Ich weiß gar nicht, der wievielte das ist. Triple Raikou ist mir ein bisschen zu cloggy. Diabolos, Daedalus. Daedalus sollte man vielleicht nicht so viel spielen. Ja, weil er sonst halt einfach nur diezig ist, wenn man specialt, wenn der Gegner halt keine Feldzauberkarten. Man kann ihn auch selbst ganz gut abusen, wenn man Orichalkos spielt. Kann Orichalkos ausspielen und die poppen und die zerstört sich nicht. Das heißt, man hat jeden Zug, kann man immer 2 der gegnerischen Karten poppen, was auch ganz nett ist. Todeswache würde ich sagen, schmeißen wir noch mit rein. Eine Aufladung. Ich weiß gar nicht, ob wir ein theoretisches Begriff reingeworfen haben. Kann man das mal reinschmeißen, einfach so für den letzten Namen. Und noch eine Durchbruchfähigkeit. Und ja! Gucken wir mal, haben wir ein komplettes Deck zusammengekriegt? Schauen wir mal. Na gut,
Extra Deck wäre jetzt nur der eine Michael. Da könnte man jetzt noch sagen, ach, da wir sowieso gerade Platz haben, schmeißen einfach alle drei Michaels rein. Haben wir ein nettes Extra Deck. Und was hätten wir hier Main Deck technisch? Wir hätten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 Karten, wow. Sogar ein relativ passables, cooles Deck kann man sich sogar aus den drei Structure-Decks einfach zusammenbauen. Man kann damit sofort direkt aufs Turnier gehen und man kann sogar damit relativ akzeptable Ergebnisse erreichen. Obwohl man hier noch kein Side-Deck hat, ist das Deck doch relativ schnell zusammenzubauen. Also ist eins der besseren Structure-Decks, weil man also wirklich mit drei von den Structure-Decks einfach ein komplettes Deck zusammenbauen kann. Man muss dann nur noch vielleicht ein paar Stables hinzufügen, wenn man Stables spielen will, ein Side-Deck sich zusammenbauen und halt das Extra-Deck entsprechend anpassen, weil man halt nur die drei Michaels hat. Ja, ich hoffe, euch hat das kleine Opening gefallen. Mehr kann man zur Strategie auch nicht sagen, weil Lightzones doch relativ simpel sind. Millen und dann Judgment Dragon aufs Feld kriegen oder so viele Rank 7s mit den Drangulas halt eben machen. Oder halt mit den kleinen Light Swans die Backroads poppen und irgendwann den Gegner damit Beatdown machen. So, ja, das war das Opening des Light Swan Structure Decks. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüssi.